Gut, dann lass uns mal schauen. Oh, warte mal, hier muss ich erstmal raus. Oder ist hier noch irgendwas anderes drin? Wir werden jetzt hier erstmal rausgehen. Wenn wir hier draußen sind, machen wir noch mal eine Schnellreise. Tagebuch eines Stöberers in freundlicher Handschrift verfasst, in freundlicher. Oh, dieser Damm weckt schöne Erinnerungen. Die Gerüchte über einen gigantischen Deich führten mich hierher in der Hoffnung, wieder einmal eine erfolgreiche Stöberstelle zu erschließen. Oder vielleicht hatte ich auf ein Abenteuer gehofft, so packend wie meine Reise in den gefrorenen Norden. Aber jetzt, da ich hier bin, macht sich ein wenig Ratlosigkeit in mir breit. Selbst mit dem Blick eines Abenteurerprofis finde ich keinen Weg, unbeschadet ins Innere zu gelangen, geschweige denn, mit einem gefüllten Rucksack zurückzukehren. Und ehrlich gesagt, alles wirkt so heruntergekommen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass der Erfolg der Mühe lohnen würde. Moment, wurde meine Waghalsigkeit etwa von der praktischen Vernunft einer gewissen rothaarigen Nora beeinflusst? Ich glaube schon. Nur zu meinem Besten nehme ich an, so sehr mich ein weiteres dammbrechendes Herumstöbern auch reizt, ich bezweifle, dass sie wie durch ein Wunder wieder auftauchen und mich noch einmal retten würde. Und selbst wenn, würde ich nicht wollen, dass sie für mich ihr Hals riskiert. Nicht nach allem, was sie für mich getan hat. Oh nein, ich werde noch eine Weile in Erinnerung schwelgen und dann geht es weiter nach Süden zu den brennenden Küsten. Ich glaube, ich kann mich an ihn erinnern. Ich glaube, ich kann mich an ihn erinnern. So. Wir sind. Aber guck mal. Nur ein Bruchteil. Das heißt, hier müssen wir durch, um ins nächste Gebiet zu kommen. Aber wir wollen in das Gebiet hier. Das heißt, wir machen hier die Schnellreise. Denn jetzt kommen wir nämlich da durch. Ich habe keinen Platz. Was kommt in mein Vorrat? Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. So, Feuer frei. Eine Energiezelle. Aber sie scheint leer zu sein. Die Frage ist, wo müssen wir sie hinbringen? Perfekt. Der Grünglanz ist für später. Also hier kommen wir nicht weiter. Wir können nicht springen, wir können es nur ganz normal tragen. Also werden wir wahrscheinlich hinten raus müssen. Und hier irgendwo eine Ladestation. Hier sollte ich nicht lang gehen. Warum nicht? Wie soll ich denn sonst das Ding hier... Ich sollte mit dem Ding nicht zu weit weggehen. Ah, okay. Ich glaube, hier müssen wir durch. Ich pack die mal hier hin. Von der anderen Seite können wir es wahrscheinlich kaputt machen.
Diese Kiste könnte nützlich sein. Ja, nee, vorsichtig. Okay. Okay. Schaffen wir diese Kiste da rauf. Okay, hier kommen wir nicht durch. Aber... Hier können wir wieder uns hochhangeln. Hier gut. Ist irgendeine Art Gerät. Hier geht's nirgendwo weiter. Halt. Das ist die Ladestation hier. Da ist das Ding, was soll... Ah, hier. Ich glaube, ich kann die Energiezelle in das Gerät stecken. So, jetzt ist es geladen und die können wir jetzt da drüben wahrscheinlich rüberbringen. Es sei denn, wir kommen nicht durch das Wasser. Na also, es hat die Energiezelle geladen. Oh, das Wasser hat die Energiezelle entladen. Ich muss sie wieder aufladen. Gut. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir darüber? Dadurch, dass wir nicht springen können. Oh. Wobei, warte. Ich weiß. Bitte lass es funktionieren. Clever. So, ich glaube, irgendwas ist aufgeladen. Könnte nützlich sein. VIP-Schlüssel partiell. Wo denn? Heute Abend, nach Feierabend im Zion Museum. Oh Mann, das ist deine Party? Ja, okay, bin dabei. Gut, kannst dein Geheimnis für dich behalten? Ist nicht die ganze Party geheim? Ich meine, wir stürmen deinen Arbeitsplatz. Nicht stürmen, ich organisiere die Pionierparty des Jahrhunderts mit einer passenden Ausstellung. Okay, aber jetzt unter uns mit dem VIP-Code 2204 kommst du ins Büro im ersten Stock. Da steigt die richtige Party. Okay, und wie viele VIPs sind da? Zwei. 2204. Und irgendwas ist aufgegangen. Aber die Tür da hinten ist immer noch zu.
Wow. So leicht komme ich da nicht rauf. Ich muss etwas finden, das mir hilft. Okay, das Ding hat jetzt Strom. Geschafft! Noch ein Relikt. Ich behalte das mal. Notfallboxenstopp. Wir waren keine 10 Minuten unterwegs, als wir schon einen Notfallboxenstopp machen mussten. Und zwar einen der explosiven Art, für den man sich beim Personal und den Reinigungsbot entschuldigen muss. Ich habe Tom ja gesagt, er soll in der Lodge kein Sushi bestellen. Das ist nicht das Wodka. Und auch wenn alles aus dem Nahrungsdrucker kommt, gibt es ja ein paar Sachen, die man mitnimmt, nirgendwo einfach nicht essen sollte. Aber hey, kein schlechter Ort, um einen von Kyles leuchtenden Kugeln dazulassen. Goldenes Tukan-Ende, Amir. Könnt ihr später noch gebrauchen? Nochmal zwei Ach, und jetzt ist die Tür offen hier. Cool. Cool. Das heißt, wir haben schon wieder... Das geht aber hier auf Schlag auf Schlag, oder? Wir gucken mal. Bogen. Ausdauerndes Feuer. Das ist mit Bolzen. Powerschüsse. Gut, das müssen wir irgendwann mal aktualisieren. Werkbank-Expertin, stelle Munition an der Werkbank mit weniger Rohstoff als in der Wildnis her. Nur gut, ja. Waffenausdauer? 3. Mutstoßmeisterin? Konzentration. Damit haben wir ein bisschen mehr Konzentration zur Verfügung. Sehr viel mehr. Okay. Sehr schön. Was hat er jetzt aktiviert? Nach Reinklang. Na, passe mal auf. Warte mal, was bist du? Fahrlich, Kirzel. Das haben wir gemacht hier. Wir sind aber gleich hier in der Ecke. Warte. Nee, Reinklang. Da. Da laufen wir aber schnell hin, da. Jawohl, ja bin ich. Ich habe den Panzerwanderer erledigt. Wander, Rendur, es gibt Arbeit. Und hier ist dein Lohn, vertragsgemäß. Damit kann ich eine großartige Rüstung bauen. Aber? Tja, ich glaube, die Rüstung aus diesen Bauteilen wird gut. Aber mit ein paar Änderungen könnte sie noch viel besser werden, wenn du noch ein paar Verträge mit mir abschließen würdest. Was meinst du? Was brauchst du sonst noch für die Rüstung? Alarmantennen. Stark, biegsam. Damit könnte ich die Rüstung flexibler machen. Wir haben schon eine Wühlerherde ausgewählt. Ich lese mir den Vertrag durch. Mal sehen, was ich tun kann. Dann viel Glück. Erzähl mir mehr von diesen Verträgen. Also folgendes. Plündererkiefer sind stark. Ich könnte die Rüstung damit verbessern. Wir haben hier in der Nähe ein paar gesehen. Wären perfekt geeignet. Ich kann mir den Vertrag ja mal ansehen. Fantastisch. Mmh.
könnten ja mal gucken, dass wir was verkaufen. Okay. Spulen lassen wir mal. Rohstoffe, Streitfiguren. Ja. Sehr schön. Ich kann die perfekte Rüstung bauen. Ich brauche nur die richtigen Teile. Die perfekt. War schon wieder 2000. Achso, für die Quest. Eine Schockspule. Nochmal einen Datenpunkt gefunden. Ach, das sind die Verträge. Brauchen wir jetzt nicht gucken. Die Verträge haben wir. Alarmantennen. Was ist das Ding hier eigentlich? Für eine weitere Beute. Unternehmerlager. Oseram Werkmeisterin. Plus 1. Plünderer. Zur Stürmerposition. Wo ist denn das? Okay. Das sammeln wir mal ein hier. Machen wir noch ein bisschen Kleinkram. Machen wir diese zwei Questen, wenn wir es hinkriegen, ne? Vielleicht reicht es ja aus. So. Regen. Nicht meine erste Wahl. Die Stürmerherde aus Larens Vertrag sollte in der Nähe sein. Ich sollte mir den Vertrag noch einmal durchlesen, damit ich nichts übersehe. Da sind die Stürmer. Wenn ich ein paar ausschalte, sollte das die Plünderer anlocken, nach denen ich suche. Ein erwischt. Jetzt nur noch ein paar mehr. Und wie aufs Stichwort. Wo? Da. Das ist einer. Wird Zeit, die Teile zu Larien zu bringen. Sehr schön. Dann können wir theoretisch noch die andere Beutequest machen. Beutevertrag. Das haben wir gerade gemacht. Das hier. Dazu müssen wir dahin. Und da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Okay, dann gehen wir von hier noch darüber. Du hast es zum Jagdgebiet geschafft. Bin näher, nicht zu schüchtern. Warte mal, jetzt wollen wir auch orientieren. Okay, da. Drehen.
Falsch, da, so. Namen Juggernaut. So. Ja, müssen wir ein bisschen laufen. Wie viel noch? 200 Meter ist okay. Dann können wir vielleicht die Sachen zurückgeben und vielleicht kriegen wir dann noch eine bessere Rüstung. So als Tages- oder Abendsabschluss, ne? Ja, ich hab's schon gehört. Irgendwann vielleicht, aber es ist halt bockenschwer, ne? Elden Ring. Ist halt Souls. Ist halt ein Souls-Game und das ist, was mich ein bisschen irritiert dann. Und was haben wir denn hier? Schlusslichtschatten? Schlusslichtschatten. Hier ist irgendwo eine Einrichtung. Ich muss nah an der Maschinenposition aus Larens Vertrag sein. Ich sollte ihn nochmal durchlesen. Für alle Fälle. Wühler, wie Laren gesagt hat. Ich brauche ihre Antennen. Wenn ich sie abschieße, ohne entdeckt zu werden, sollte alles reibungslos ablaufen. Ich habe in Brutstätten schon mal gelesen. Okay, hier ist nichts zu looten. Hier, eine Antenne. Ich brauche nur noch eine weitere. So, eine weitere. Da oben. Oh, schon hinüber. Ich sollte diese Antennen zurück zu Laren bringen, wenn ich kann. Ja, das machen wir jetzt. Hier können wir aber nicht schnell reisen, ne? Doch, können wir. Wir können also auch zu gut zu wissen. Perfektes Timing, Jägerin. Ach ja, hier ist ja auch was. Haha, deswegen. So, Achtung, ich hab was. Ich hab alle Teile für dich. Dein guter Ruf als Jägerin ist mehr als verdient. Hier ist dein Lohn. Scheint so, als hättest du jetzt alles, was du für die Rüstung brauchst. Naja, unsere Späher haben ein Reishorn entdeckt. Spuckt Feuer wie eine heiße Schmiede. Mit dem würde meine Rüstung ein Inferno überstehen. Was meinst du? Ich lese mir das später durch. Mal sehen, ob ich es finde. Du wirst es nicht bereuen. Okay, also noch einer. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück mit dem Reishorn. Versprochen. Das sind die... Mit dem Reishorn. Wendiges Reishorn. Okay, das ist das Letzte. Okay. Dann zeig mal her. Oh, das ist ja gleich hier. Okay, die holen wir uns noch. Ich sollte mir Larens Vertrag mal anschauen. Das Kleingedruckte lesen. Ich sehe Maschinenspuren. Könnte das Reißhorn sein, das ich suche.
Was ist das hier? Hier sind viele verschiedene Maschinenspuren. Ich brauche meinen Fokus, um sie auseinanderzuhalten. Okay, ich brauche den Fuchs leider. Ich könnte Schockmunition benutzen. Na? Dornrückenspuren. Nicht das, was ich brauche. Das hier? Kein Glück. Das sind Stürmerspuren. Aber das hier. Hab die Reißhornspuren entdeckt. Sie sehen frisch aus. Mit meinem Fokus kann ich ihnen folgen. Hab ich dich. Mal sehen, wo du hinführst. So, hinter. Aber nicht da hinten, wo es leuchtet, oder? Ein Reißhorn, das Feuer speit. Ich glaube, ich habe Larens Freund gefunden. Ich muss es erledigen. Weg ist es. Versuchen wir es nochmal. Kannst du nicht einfach stillhalten, ne? Ich krieg dich schon noch! Haut er wieder ab. Oh, jede Menge Lanzenhörner. Na? Wo sind die? Bist. Also. Das ist meine Chance. Teile für Larend holen. Ah, wir hätten eine überbrückte Maschine nehmen können. Das sollte genug Beute für Larends Rüstung sein. Ich will noch ins Lager bringen.
Ah, eigentlich nicht, aber ist egal. Okay, das laufen wir mal zurück. Ach ja. So, dann sind wir auch wieder gleich da. Und dann geht's hoffentlich endlich Richtung Rüstung. Super Rüstung, ne? Muss eine richtig dolle Rüstung sein. Hier drüben, Aloy. Ja. Hier hast du das Reishorn. Zumindest das meiste davon. Ja, das ist es. Damit wird meine Rüstung absolut herausragend. Okay. Es sei denn, vielleicht könnte ich... Du solltest bald mal anfangen, oder? Du hast recht. Es wird keine perfekte Rüstung, wenn ich sie nie schmiede. Genau so. Danke, Aloy. Vielleicht kommst du wieder her, wenn Keruf da ist. Wenn ich den Preis gewinne. Ich versuch's. Dich zu sehen, Jägerin. Möchtest du handeln? Okay, ein Beutel. So, was ist... Krieg ich jetzt, oder... Ihr habt das jetzt hier alles abgearbeitet. Farbe freigeschaltet, Schmieden flackern. Okay. So. Ja. Ein Kauf will immer gut überlegt sein. Gleichmäßig atmen. Überlegen, was als nächstes kommt. Ah, von einem Dings ist die Schnellreise kostenlos. Okay. Ich verstehe. Kann man hier irgendwo schlafen? Er wollte bloß die Rüstung für sich. Ich dachte, wir kriegen da was ab. Das ist ja Schweinerei. Ja gut, wir haben ein paar Bonis haben wir bekommen. Ne? So, was können wir hier noch machen? Können wir... Nein, wir können keine Beutel-Upgrades machen. Schade. Aber wir haben doch mal... ein paar Fähigkeiten. Die Aufladung vom Resonator. Was haben wir hier? Wuchtangriffe. Das ist mit dem Aufladen. Nahkampfzünder. Spreng ihn mit dem Nahkampfangriff für zusätzlichen Schaden. Mhm. Verursache mit leichten, schweren Angriffen mehr Schaden. Das nehmen wir erstmal. Wegen Gegenschlagen und so, ne? Wie sieht es hier aus? Das haben wir schon. Resonatorschaden. Was haben wir noch hier? Wuchtangriffe verstärken. Das auch nochmal. So, 2 Punkte haben wir noch zum Vergeben. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Warum... Ach so, weil nicht genügend Punkte, okay. Das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Das haben wir. So, was können wir denn hier noch? Stiller Schlag. Tarnabriss verursacht in Tarnung mehr Reißschaden. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Tarnfernkampf, passiv, verursacht in Tarnung mehr Stoßschaden. Okay. Ich denke mal, wir kommen ganz gut voran, ne? Wobei storymäßig wird es noch ein Weilchen dauern, wenn wir wirklich alle
ja, 8 Bestandteile von den KIs, die Subroutinen da besorgen müssen. Hey, das Lord, wird. Ich habe hier sehr schöne Beute für dich. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gut, das soll's für heute gewesen sein. Ist ja schon spät, ne? Schöne Runde. Ja, fast 3,5 Stunden, ist doch okay. Und sind gut vorangekommen. Wir haben einen Teil aufgedeckt. Wohl bemerkten Teil. Also wir haben gerade mal den Teil aufgedeckt, den wir hier das letzte Mal, hier ist noch was Unbekanntes, gegangen haben. Also hier ist noch ein bisschen was, ne? Aber es ist hier noch eine riesige andere Menge. Oh Gott, ich mag gar nicht dran denken. Vielen Dank, Lythana. Und ja, vielen Dank. Schlaft gut. Träumt was Schönes. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Wahrscheinlich, muss ich gucken. Theoretisch ist ja wieder God of War dran. Ne? Theoretisch. Es kann aber sein, dass mit den Cheeky Boink was gemacht wird. Ich bin gerade noch unsicher. Kann auch sein, dass wir Martha is Dead zu Ende spielen, weil es ist Freitag. Da könnten wir, es ist ja ungefähr 6 Stunden angesetzt, das Spiel. Und es hier ist noch ganz viel Story, na klar. Und genau, also Martha is Dead ist, glaube ich, bei How Long to Beat so circa 5 bis 6 Stunden. Theoretisch könnten wir das morgen zu Ende bringen. Falls der Cheeky morgen spielen will, dann werde ich natürlich dann mit dem Cheeky spielen. Ich denke mal, da finden wir schon Konsens. Ne? Ja, bis dahin. Habt einen schönen Freitag. Euer Firefox.